Hallo ihr Lieben, welcome hier in diesem Video. Heute ist mal wieder Review Time und zwar habe ich das, Photo Pro UFO Basic, das habe ich geschickt bekommen mit der Bitte, da ein Review drüber zu machen. Ich habe da sonst kein Geld bekommen oder so, kostet 23 Euro, also für 23 Euro ist meine Meinung bestimmt nicht käuflich, eigentlich ist meine Meinung für kein Geld der Welt käuflich. Deswegen sei doch sicher, wenn es mir nicht gefällt, werde ich es gnadenlos runterkritisieren. Und ich habe mir gedacht, ich vergleiche das hier mit diesem Joby, das kostet so in etwa das Doppelte. Auch das habe ich nicht selber erworben, das wurde mir aber schlicht und ergreifend mal zu Weihnachten geschenkt. Deswegen wollte ich jetzt mal mit euch hier ein kleines Unboxing machen erstmal. Blick reinwerfen, wie gesagt, Photo Pro, UFO, Basic und das Ganze mal anschauen. So, jetzt haben wir hier erstmal so einen Kopf, wo man dann wahrscheinlich das Smartphone reinmachen kann nachher. So, gucken wir mal. Hier geht's weiter. Raus aus der Packung. Das brauchen wir nicht. Ja, okay. Ja, wirkt jetzt, sagen wir mal, auf den ersten Blick so hochwertig, wie man das mit 23 Euro erwarten kann. Also hier dieses Ein- und Ausrasten, das ist wirklich jetzt nicht ja, Creme de la Creme. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man hier diese Griffe ziemlich stufenlos verstellen kann. Ich kann es mal eben ausprobieren. Kriegt man das, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich. Wahrscheinlich auch ziemlich leicht hier dran geklemmt. Doch, das gefällt mir echt ganz cool. Ja, ich denke, ein bisschen umbasteln, also kann man dann auch, ja, ideal wäre jetzt so eine Stange, natürlich um eine Stange binden. Das probiere ich nachher mal. Ich gehe jetzt nachher mal ein paar Fotos machen hier in Köln und dann binde ich mir das mal um die Stange, filme mich selber. Das würde mich jetzt natürlich nochmal interessieren, weil klar, als Landschaftsfotograf predige ich immer, nichts geht über ein robustes Stativ und jetzt hier so ein kleines Mini-Stativ. Aber es ist halt cool für so Sachen, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Tutorial drehe und dann mache ich jetzt da irgendwie Making-of-Aufnahmen und dann stelle ich das daneben. Oder wenn ich tatsächlich mal mich selber irgendwie drehen möchte, quick and dirty mit dem Smartphone, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ja, mein kurzes Fazit zu diesem UFO Basic Stativ. Wie gesagt, diese Füße gefallen mir sehr gut. Man kann auch durchaus eine DSLR mit Kipp-Objektiv drauf machen, wie ich das hier mit der 550D getestet habe, Smartphone natürlich sowieso, aber sobald du natürlich dann halbwegs hochwertiges und schweres Objektiv vorne dran machst, wird es auch schon schwierig und deswegen, ich bin als Landschaftsfotograf jetzt sowieso kein Fan davon, für meine Fotografie diese Dinge einsetzen, da dann bitte einfach schlicht und ergreifend in ein robustes Stativ investieren, was ja natürlich auch ein bisschen teurer ist, aber ja, für sagen wir Smartphone-Geschichten, Vlog-Geschichten, sich selber mal drehen, Making-of-Material aufweisen und ist ja auch wirklich super leicht und extrem handlich und das ist wirklich richtig geil gelungen hier mit diesen verstellbaren Füßen. Das ist also viel besser als hier bei diesen Gorilla-Pods, die jeder kennt. Da ist das dann wirklich zu empfehlen und es ist ja eigentlich auch ein No-Brainer, 25 Euro. Das jetzt mal hier, wie gesagt, meine ungekaufte Meinung. Das Stativ muss ich jetzt womöglich auch wieder zurückschicken, weiß ich gar nicht so genau, kostet auch nur 25 Euro. Das ist aber jetzt mal meine Meinung zu dem Stativ. Ja, ich hoffe, es hat geholfen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt die Wahl habt zwischen den beiden, dann ruhig das günstigere kaufen. Also es ist jetzt in meiner Ansicht nach nicht schlechter und hier, ja, wie gesagt, das hat mir eigentlich nie so richtig zugesagt. Und da finde ich das dann eigentlich schon cooler, kostet auch weniger. Also da ruhig das nehmen, no brainer, 25 Euro.